schönen guten Abend. Ich begrüße Sie und euch alle ganz herzlich hier bei uns im Medico-Haus. Mein Name ist Anita Starowska. Ich bin hier bei Medico International in der Öffentlichkeitsarbeit und Referentin für Türkei, Syrien und Irak und moderiere die Veranstaltung heute Abend. Zunächst noch zwei technische Hinweise. Zum einen, das haben die meisten von Ihnen, glaube ich, schon entdeckt, kann man sich hinten im Pastell mit Getränken und kleinen Snacks versorgen für den Abend. Und wir zeichnen die Veranstaltung auf. Es ist kein Livestream. Wenn jemand aber später in der Diskussionsrunde nicht aufs Video möchte oder aufgenommen werden möchte, einfach einen kurzen Hinweis geben, dann wird Lukas darauf achten. Schön, dass ihr und sie es heute zu einem Montagabend nach diesem Wochenende zu der Veranstaltung, die wir übertitelt haben, mit autoritäre Kipppunkte geschafft haben. Wir wollen uns heute Abend mit autoritären Entwicklungen hier in Deutschland, leider ja auch sehr aktuell und weltweit beschäftigen und uns die Frage nach politischen Spielräumen jenseits autoritärer Lösungen stellen. Es sind extreme Zeiten. Ich denke, das kann man angesichts der aktuellen menschenverachtenden Ereignisse in Israel nicht anders sagen. Ich selber bin seit Tagen in sehr engem Kontakt mit unseren Projektpartnern in Nordostsyrien, weil die Türkei wieder massiv Krieg gegen die Kurden, die Menschen dort führt. Darüber wird wenig berichtet. Aber auch jenseits dieser aktuellen Entwicklung, von dem wir, glaube ich, heute noch gar nicht sagen können, was sie zukünftig global bedeuten, stellen wir fest, dass weltweit nicht nur ökologische, sondern auch die autoritären Kipppunkte inzwischen erreicht sind. Nicht nur Indien oder Russland sind autoritär regiert, Italien hat inzwischen eine postfaschistische Regierung, Frankreich steht kurz vor Le Pen, die USA sind nur vorerst einer zweiten Präsidentschaft von Donald Trump entgangen. Und die Wahlergebnisse gestern in Bayern und Hessen hat die AfD nun auch bei uns im Westen zur zweitstärksten politischen Kraft katapultiert. Während sich der Neoliberalismus westlicher Prägung als wertebasierter Liberalismus und als Gegenstück zu Russlands inszeniert, nimmt er selbst immer autoritärere Züge an. Und gleichzeitig herrscht in der Linken weitestgehend eine sehr bedrückende Sprachlosigkeit. Wo ist eigentlich unsere Handlungsfähigkeit hin, fragen wir uns, was für politische Spielräume, über welche politischen Spielräume verfügen wir eigentlich noch? All das sind Gründe und hat uns dazu veranlasst, zu sagen, wir müssen wieder ins Gespräch kommen, wir müssen verstehen, was passiert, eine Zeitdiagnose treffen und anfangen, nach Antworten und Alternativen zu suchen. Und ich freue mich, dass ich das heute Abend mit den drei Gästen ja auf dem Podium machen kann. Ich muss gleich sagen, dass Sabine Hess, die wir eigentlich eingeladen hatten, die auch in der Veranstaltungsankündigung steht, leider nicht kommen kann heute. Stattdessen hat Valeria Hensel, Migrationsforscherin und Referentin bei Medico International, freundlicherweise zugesagt, über die aktuelle Migrationspolitik, die Dynamiken in Europa zu referieren. Valeria ist neben ihrer Tätigkeit bei Medico Migrationsforscherin und Teil von CRIPNET, dem Netzwerk für kritische Migrations- und Grenzregimeforschung. Dann ist Daniel Mudis bei uns. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt am Main. Dort arbeitest du zu politischen Geografien, Protest und Rechtsextremismus und arbeitest aktuell an den letzten Zügen. Deswegen auch nochmal vielen Dank, dass du es tatsächlich heute Abend hier zu uns geschafft hast. An dem Buch Regression der Mitte, warum es der extremen Rechten gelingt, in der gesellschaftlichen Mitte Anknüpfung zu finden. Und rechts von mir Mario Neumann, Chefredakteur des Medico-Rundschreibens, warum Medico auch verantwortlich für Südamerika und Libanon. Du warst an den linken Aufständen gegen die Austeritätspolitik in Griechenland beteiligt und warst für Medico unter anderem in Brasilien, in Chile, in Israel und Palästina, wo du dich mit autoritären Entwicklungen vor Ort beschäftigt hast. Daniel, ich würde gerne mit dir anfangen und ich glaube, es hat nach den Wahlergebnissen in Hessen und Bayern
besondere Aktualität. Anlass, warum wir dich aber eingeladen haben, war ein Text, den du gemeinsam mit dem Rechtswissenschaftler Max Pichel und der Soziologin Vanessa Thompson im Sommer in der Taz veröffentlicht hast. Da schreibt ihr von autoritären Kipppunkten und beschreibt viel von einer Konjunktur autoritärer Ereignisse in Deutschland. Jetzt, 4 Monate später, ist vieles, was ihr in diesem Text damals aufgeworfen habt, vielleicht sogar schon eingetroffen, beziehungsweise schreibt ihr da von einer Beschleunigung, die, kann man sagen, ohne Umschweife da ist. Also der Zuspruch zu Aiwanger, der Einsatz der Präventivhaft gegen Klimaaktivistinnen, eben die aktuellen Wahlerfolge der AfD oder ein Bundespräsident, der in der Rede zum Tag der Deutschen Einheit den Asylkompromiss der 90er als Best-Practice-Beispiel heranzieht. Vielleicht kannst du uns noch mal kurz eure Thesen zu den autoritären Kipppunkten beschreiben und sie gleich mit den Entwicklungen der letzten Monate, aber auch mit den aktuellen Wahlergebnissen zusammenbringen. Sind diese autoritären Kipppunkte, von denen ihr da schreibt, vielleicht auch teilweise schon überschritten? Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Guten Abend. Genau, vielleicht, wir haben diesen Text, ich glaube im Juni haben wir den geschrieben, damals kurz um, das war glaube ich im Kontext diese ersten großen Entscheidungen auf europäischer Ebene für die Neuordnung des europäischen Migrationsregimes. Und wir sind da eigentlich relativ spontan zusammengekommen, auch ohne uns wahnsinnig gut zu kennen, und haben einfach quasi in den Diskussionen relativ schnell gemerkt, dass einfach in allen unseren Arbeitsfeldern sich genau diese Prozesse beschleunigen, von denen du gerade sprichst, dass wir uns alle quasi getrennt einfach sehr Sorgen machen um das, was da gerade passiert, dass wir uns Gedanken machen, ob da vielleicht etwas ins Rutschen gerät, das vielleicht nicht mehr einfach so zurückgedreht werden kann, dass Prozesse zu beobachten sind, dass quasi zwar Demokratie als Form weiter existiert, aber quasi ihre normative Grundierung in Sachen Menschenrechte und in Sachen Grundrechte immer stärker zurückgedrängt werden, quasi auch in Deutschland. Und dass das quasi einfach ein Prozess ist, der uns wahnsinnig Sorgen macht. Und dass wir der Meinung waren, es steht viel auf dem Spiel und es wird zu wenig darüber geredet, was da passiert und wie das genau abläuft. Und deshalb haben wir uns dazu entschieden, diesen Text zu schreiben. Und was wir da vielleicht konkret geschrieben haben, quasi einfach um ein Zitat rauszunehmen, ist, das war der Ausgangspunkt, dass wir sehen Anzeichen dafür, dass in Deutschland die Situation immer mehr der ähnelt, die wir seit einiger Zeit zum Beispiel in Ungarn, den USA, Indien oder Italien beobachten können, dass also autoritäre Kipppunkte überschritten werden. Und wir haben uns in dem Text quasi an diesem Konzept, das quasi in der Klimaforschung da ist, diese Kipppunkte bedient. Und nicht, weil wir glauben, dass quasi in der Gesellschaft Dinge irreversibel sind. Ich meine, gesellschaftliche Prozesse sind was anderes als Klima und man kann alles in Auseinandersetzungen und Kämpfen auch wieder zurückdrehen. Und trotzdem haben wir das Kipppunkte bezeichnet, weil wir schon das Gefühl haben, dass in manchen gesellschaftlichen Bereichen, wir haben vorhin darüber geredet, quasi auch die Erfolge der AfD, quasi dann auch, aber auch so regressive Prozesse in der Mitte der Gesellschaft, die Salonfähigkeit von Rassismus, die Angriffe auf Menschen, die nicht quasi heteronormativen Lebensmodellen, allen diesen Ebenen nehmen quasi die Angriffe wieder zu. Und wir haben von Kipppunkten gesprochen, weil wir das Gefühl haben, dass vielleicht doch an manchen Punkten gesellschaftliche Pfade, quasi an gewisse Scheidewege, Kreuzungen, quasi Abzweigungen genommen werden, die Pfadabhängigkeiten schaffen, die dann auf ganz lange Zeit Richtungen vorgeben, die nur sehr, sehr, sehr schwer rückgängig zu machen sind. Und auch wenn das quasi in gesellschaftlichen Auseinandersetzungen möglich ist, quasi gesamtgesellschaftlich Dinge rückgängig zu machen, dass trotzdem vielleicht auch auf individueller Ebene mit massiver Gewalt gegen einzelne Personen, gegen Gruppen, die nicht, also quasi die quasi man nicht möchte, quasi einhergeht und es somit tatsächlich, das vielleicht schon Sinn macht, in dem Zusammenhang von Kipppunkten zu sprechen. Genau, der andere Punkt, das ist, ich glaube, warum wir von Kipppunkten, warum wir das aufgenommen haben, das Bild ist, weil, du hast schon gesagt in der Anmoderation, die Beschleunigung,
weil quasi das andere, die andere These, die an diese Kipppunkte in der Klimaforschung einhergeht, ist, werden sie einmal überschritten, quasi gewisse Prozesse, Dynamiken tatsächlich dann auch schneller ablaufen können, als sie vorher abgelaufen sind. Dass Sperrklinken plötzlich fehlen, die vielleicht quasi noch demokratische Normen, Rechtsstaatlichkeit, menschenrechtsorientierte Politik, Grundrechte erhalten würden und dass sie dann auch schneller ausgehöhlt werden können. Und das ist der Grund, warum wir das aufgegriffen haben. Wir wurden immer wieder gefragt, warum denn der Text jetzt kommt. Ist es jetzt wirklich alles anders? Und man kennt es ja schon aus den 1990er Jahren, damals war es auch schlimm und viel Gewalt und es gab auch ein deutliches Erstarken der Rechten. Und ich glaube, dass in dieser Diskussion, und das sind auch Diskussionen, die wir nach dem Text ein bisschen geführt haben, aber ich will trotzdem noch mal gerne darauf eingehen, weil es auch in meiner Arbeit so ein relevanter Kern ist, dass wir schon Dynamiken und Aspekte erleben, die quasi die Situation heute verändern und quasi eine neue Schlagseite geben und vielleicht die Prozesse auch nochmal quasi gefährlicher macht als in den 1990er Jahren. Und dass wir das Gefühl haben, dass quasi die Rede von, ja, kennen wir alles schon, war schon alles einmal so, auch so ein bisschen die Gefahr in sich birgt, das Gefühl zu haben, es wird schon alles einfach so von alleine wieder besser. Weil es wurde ja nach den 1990er Jahren in gewisser Weise ja wieder etwas besser. Und wir aber alle drei quasi der Meinung waren, es wird wahrscheinlich nicht einfach so wieder besser. Und das, also vielleicht ist es jetzt tatsächlich eher nochmal aus meiner Arbeit, aber auch Sachen, die wir in Teilen miteinander auch nochmal quasi zumindest beim SMS-Schreiben quasi noch im Austausch waren nachher. Und das, ich würde mal drei Punkte nennen wollen, warum ich glaube, dass wir eine Situation haben, in der das quasi, dass wir vor einer größeren Herausforderung stehen. Und das erste ist quasi tatsächlich die veränderten Rahmenbedingungen, vor der quasi gesellschaftliche Produktions- und Reproduktionsprozesse stattfinden. Und das wäre die Klimakrise als bestimmender Faktor, der ganz grundlegend die Rahmenbedingungen verändert, wie wir quasi als Gesellschaft in Interaktion treten, wie wir quasi mit unserer Umwelt in Interaktion treten und vielleicht auch tatsächlich zum ersten Mal in ganz, ganz langer Zeit gerade westliche Gesellschaften gefühlt von außen gezwungen werden, Prozesse und Entwicklungen anzustoßen, die sie nicht quasi hinter der Vorstellung von Modernisierung, von Fortschritt abbuchen können, sondern sie werden quasi erzwungen und das quasi eine gewisse Widerstände erzeugt. Das wäre das Erste. Das Zweite, was vielleicht die Situation aus unserer Sicht oder quasi auch aus meiner Sicht verändert, wäre, dass man quasi tatsächlich nicht negieren kann, dass man quasi 40 Jahre Individualisierung und Neoliberalisierung von Gesellschaft hinter uns stehen, dass quasi das massiv Auswirkungen hat auf die Art und Weise, wie quasi gesellschaftliche Kollektivität gedacht werden kann. Und vielleicht bis zu einem gewissen Punkt hier vor der Tragik stehen, dass just in dem Moment, in dem eigentlich so für die Klimakrise zu bearbeiten, kollektives Tun und Handeln von größter Not wäre oder massiv geboten wäre, die Gesellschaft eigentlich unfähig ist, genau das zu tun. Und der dritte Punkt, der die Situation doch verändert und einen Unterschied ausmacht zu den 1990er Jahren, auch wenn es damals die NPD gab und die Republikaner später auch noch gab, die AfD ist tatsächlich quasi in ihrem Erfolg, in der Art und Weise, wie sie flächendeckend und nun tatsächlich quasi auch in einem westdeutschen Bundesland, der Erfolg, den sie gestern da quasi eingefahren hat, der ist enorm. Das kann man in der Tragweite, glaube ich, kaum genug betonen. Das verändert natürlich, was das quasi jetzt eine Rechtsaußenpartei da ist, die quasi diese Stimmungen quasi aufnehmen kann, sie multiplizieren kann, sie radikalisieren kann. Und damit, ich glaube, ist das letzte Punkt, den ich nochmal sagen würde, ist, dass man die AfD halt nicht so wie oft quasi nur so als Krisensymptom behandeln sollte, sondern tatsächlich auch als krisentreibende Faktor, der tatsächlich auch eine eigenständige Funktion in diese ganzen Konstellation annimmt. Und insofern, ja, ich glaube, es sind autoritäre Kipppunkte bereits überschritten. Nicht so, dass man denen quasi nicht entgegenstehen könnte, aber ich glaube, dass man schon an so einem weiten Punkt in dieser ganzen Dynamik fortgeschritten ist, dass man sehr, sehr
langen Atem brauchen wird und sehr viel Engagement, Zeit und wahrscheinlich auch noch Niederlagen hinnehmen muss, um das quasi dem entgegenstehen zu können. Dieser Frage widmen wir uns im Laufe der Diskussion noch mal expliziter oder würden die auch gerne mit Ihnen und euch diskutieren. Valeria, die Beschleunigung in der Migrationsabwehr in Deutschland und in Europa und der immer mehr nach rechts rückende Migrationsdiskurs erinnert stark an die Zeit nach 2015, der Sommer der Migration, als die Stimmung auch kippte. Nur, dass es damals eben noch den solidarischen Gegenpol in der Zivilgesellschaft gab. Und jetzt mit dem gemeinsamen europäischen Asylsystem, diesem sogenannten GEAS, geht eine massive Einschränkung von Rechten für Schutzsuchenden einher. Es gibt eine zunehmende Externalisierung und Abschottung Europas Außengrenzen, die vorangetrieben wird. Und der europäische Diskurs verlagert sich immer mehr nach rechts und die Verteidigung ziviler Helferinnen an den Fluchtrouten gelingt nur noch schwer. Kannst du vielleicht nochmal beschreiben, auch aus der Erfahrung oder der Praxis deiner Arbeit, was da auf europäischer Ebene gerade passiert und warum dieser Diskurs so extrem polarisieren und menschenverachtend läuft? Ja, ich werde es mal versuchen. Das erste ist immer schwer kurz zusammenzufassen. Aber genau, vielleicht erstmal zu dem ersten Teil, den du gesagt hast. Ja, ich habe durchaus auch das Gefühl, dass wir uns wieder in die Post-2015-Zeit gerade zurückversetzt fühlen, wenn nicht gar in die 90er mit Asylkompromiss. Da gibt es auch Überschneidungen. Und ja, wir sehen einfach wieder, dass Diskurse zu Willkommenskultur, wie es auch so ein bisschen im Fluchtkontext der Ukraine gesehen haben, halt wieder abgelöst werden von Debatten zu Überforderungen, von einer sehr starken Verwirrung der Debatte, aber auch der Praktiken an den Grenzen. Migration gilt wieder als die Mutter aller Probleme, was man Horst Seehofer geprägt hat als Begriff, ist nun AfD-Sprech, interessanterweise auch mal so rum. Früherer Bundespräsident Gauck erklärt, es sei zwar unsympathisch, aber unvermeidlich, Menschen weiter saufen zu lassen. Also an so einer Stelle befinden wir uns gerade. Die Grünen sind auch in ihre Haltung gekippt und schwimmen in diesem Diskurs mit. Und genau, es fällt halt in eine Zeit, in der die GEAS-Reform gerade in einer ziemlich heißen Phase ist. Wir haben gerade große noch Debattenpunkte, wurden jetzt praktisch bereinigt und es wurde sich auf die sogenannte Krisenverordnung geeinigt, die eigentlich eine Abwandlung dieser Instrumentalisierungsverordnung ist. Und das ist aber ein langer Prozess, in den das jetzt reinschlägt. Nämlich ist es eigentlich schon so seit 10 Jahren, dass die EU eben versucht, ein sogenanntes gemeinsames europäisches Asylsystem zu etablieren. Und das wurde, da gab es halt sehr, sehr viele verschiedene Pakete, die dafür eine wichtige Rolle gespielt haben. Jetzt zuletzt vor allem der Pakt für Migration und Asyl, der europäische, 2020 nach dem Brand in Moria, davor noch viele weitere Schritte auf dem Weg, wie der Hotspot-Ansatz, EU-Türkei-Deal und so weiter. Die Grundzüge und Grundidee ist eigentlich, die Standards des Asyls in den verschiedenen europäischen Mitgliedstaaten anzugleichen. Also erstmal eine Form von Standardisierung, die nicht per se schlecht ist. Ziel damit ist aber in der Sprache der Kommission sowas wie die Anreize für Sekundärmigration eben zu verhindern. Und außerdem geht es sehr viel um die Sicherung der Außengrenzen und die Vorverlagerung der Grenzen der EU, zum Beispiel in die Sahelzone, Externalisierungsräume, auch in anderen Regionen. To cut it short, ich würde einfach einmal ein Argument machen und sagen, die GEAS-Reform, wie sie heute aussieht und wie sie nur noch durchkommt, darin setzen sich eigentlich ausschließlich die repressiven Elemente durch. Was mal ursprünglich ein positives Element war, nämlich dieses Ersteinreiseprinzip, dass die Staaten an der EU-Außengrenze verantwortlich sind, abzuschaffen, ist eigentlich komplett vom Tisch. Es gibt jetzt nur noch so eine Idee einer flexiblen Solidarität und das heißt eigentlich mehr oder weniger, wenn Leute in einen Topf einzahlen, Länder, die keine Geflüchteten aufnehmen wollen, ist das auch in Ordnung. Das kann dann auch für Grenzschutz zum Beispiel ausgegeben werden. Was aber passiert, ist eben, was sich durchsetzt, eine zentrale Entrechtungspolitik, eine massive Militarisierung, Frontex, die Grenzschutzagentur als Standing Corps, eine massive Inhaftierung mit wirklich großflächigen Gefängniskomplexen, wie diese sogenannten Close Controlled Access Centers an der europäischen Außengrenze,
schon zu sehen auf den griechischen Inseln und eben ein krasses Voranschreiten der Externalisierung. Und vor allem neue Mechanismen, die da drin stecken, sind die Versuche dieser sicheren Drittstaaten und sicheren Herkunftsstaaten, die eigentlich dafür sorgen, dass Leute in der EU kaum noch richtig Asyl beantragen können, weil sie ihre Anträge in der Regel als unzulässig abgelehnt werden, aufgrund dieser Maßnahmen, wie wir am Beispiel der Türkei schon sehen können. Und was das bedeutet, ist eigentlich eine de facto Abschaffung des Rechts auf Asyl. Und warum in der EU? Und ich glaube, da ist es einfach sinnvoll, sich nochmal vor Augen zu führen, warum das ein krasser Kipppunkt ist und warum das wirklich eine große Relevanz hat, wenn wir nochmal drüber nachdenken, dass das Asylrecht ja eigentlich eine Konsequenz war aus dem Zweiten Weltkrieg, dem Nationalsozialismus, und dass wirklich unzählige Menschenleben hätten gerettet werden können, wenn denn es ein Recht auf Asyl schon gegeben hätte und die Leute nicht irgendwie vom Hafen von Marseille verhaftet und in Vernichtungslager transportiert worden wären. Und dieses Recht steht jetzt wieder auf der Kippe in Zeiten eines wachsenden Autoritarismus und Rechtsverschiebungen Europas, also durchaus eine große Gefahr. Und vielleicht auch nochmal ein, zwei Sätze zu, warum diese Debatte eigentlich gerade so menschenverachtend, hast du es ausgedrückt, ist, auch in Deutschland, wie wir sie gerade sehen. Und ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist, dass sie einfach fernab von Fakten geführt wird. Und das ist halt das, womit wir, glaube ich, alle sehr doll strugglen. Also vor allem alle, die halt irgendwie versuchen, irgendwie mit der Menschenrechtsschiene da weiterzukommen, weil darum geht es eben nicht mehr in der Debatte. Also worum es gerade, was wir gerade haben, ist eigentlich so eine Art Scheindiskurs, denn es werden ja bereits Milliarden in den Grenzschutz und Abschottung gepumpt. Also wir sind ja an einem Punkt, wo Migration wirklich kaum noch stärker begrenzt werden kann und trotzdem irgendwie über ungeordnete Einreisen und so weiter geredet wird. Und damit wird natürlich eine Fiktion beschworen, so eine Art letztes Aufbäumen der EU in der Hoffnung, dass das doch alles gar nicht wahr ist und dass man doch eigentlich Migration regeln könnte und sich abschotten könnte. Und das verhält sich einfach, also es ist einfach ein Gefühl zu Migration als Mutter aller Probleme und nicht Mutter aller Gesellschaften, sondern halt als etwas, was es zu verhindern gilt, was wir ja nun wissen, dass in Anbetracht der des zunehmenden Autoritarismus, aber auch der Klimakrise, der zunehmenden unbewohnbaren Orte einfach nicht stattfinden wird. Also je mehr die Abschottung wird weitergehen, aber Menschen werden trotzdem kommen. Und das ist auch was Positives erstmal, dass sich Menschen bewegen. Natürlich nicht, dass sie fliehen müssen, aber ich glaube, das Grundverhältnis, was da drin steckt in der Migrationsdebatte, ist ein Problem. Und ein anderer, was ich nicht mehr wirklich hören kann, auch in Medien, ist einfach dieses Argument zu sagen, ja, wenn denn Migration mehr begrenzt werden würde, ja, dann hätten wir jetzt ja nicht so Wahlergebnisse wie in Bayern und in Hessen. Dann gäbe es ja gar keinen Grund für die AfD, diese Politik zu fahren. Und das ist halt einfach ein komplett falscher Ansatz, weil es gibt einfach wirklich keine wissenschaftlichen oder irgendwelchen Hinweise darauf, dass es da eine Kausalität gibt, sondern Rechtspopulismus entsteht eben aus anderen, Autoritarismus, Rassismus, Vorurteile, eben aus ganz anderen Quellen. Und nicht aus Migration. Und ja, es gibt ja eher Forschungen, die zeigen, dass es eben das Gegenteil ist, dass also gerade dort, wo kein Kontakt zu Menschen aus anderen Ländern, Geflüchteten, wie auch immer ist, dass da halt rechte Einstellungen sich weiter verhärten. Das heißt, dieser ganze politische Diskurs, den wir gerade beobachten, der glaubt, dass man sich die AfD vom Hals halten kann, wenn wir weiter Verschärfung machen, ist meines Erachtens problematisch. Mario, du hast bei Medico einen Text veröffentlicht zum autoritären Zeitgeist, den du mit dem Putsch in Chile vor 50 Jahren beginnst. Du warst selber 2022 in Chile, als es einen ernsthaften Versuch gab, eine eigene Verfassung von unten in einem demokratischen Prozess aufzusetzen. Ich kann mich selber noch gut an die Zeit erinnern, es herrschte damals Aufbruchsstimmung, ihr kamt begeistert von der Chile-Reise wieder. Dann wurde das Referendum um die Verfassung aber verloren und in Chile hat der autoritäre Liberalismus wieder gesiegt. Und dieser hat auch in anderen Teilen der Welt gerade Hochkonjunktur. Was ist das für ein globales Phänomen, was du in deinem Text als autoritären Zeitgeist beschreibst, der ja, von Italien über Russland, die Türkei bis Indien und ich könnte noch viele andere Länder und Regionen aufzählen reicht? Ja.
Danke für die Frage, für die Einladung kann ich mich ja nicht so bedanken. Ich arbeite ja quasi hier. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass wir heute sprechen. Und ja, in der Tat, die Frage ist wahnsinnig groß und ihr habt jetzt auch beide schon einen Haufen Dinge gesagt, die in diese Fragen mit reingemacht. Und nicht nur quasi nach der Chile-Erfahrung und jetzt rund um diesen 50. Jahrestag habe ich ja und auch viele Leute hier im Haus, wir haben uns dann doch irgendwie gedacht, wir müssen uns mal trauen, diese Fragen trotzdem sozusagen bei allem, was man dann eben auch weglassen muss, zu stellen, weil es doch jenseits der Komplexität der Welt, jenseits der dutzenden Länder, die uns hier beschäftigen und die hunderten mehr, die es noch woanders gibt, doch irgendwie sowas wie allgemeine Züge, glaube ich, dieser Entwicklung gibt, die sich nochmal so zu vergegenwärtigen und auch zu fragen, was sind eigentlich ihre Ursprünge und sind sie auch in der Tat globale Phänomene, wo ich auf jeden Fall sagen würde, ja, so viel kann ich quasi vorwegnehmen. Das war so ein bisschen der Hintergrund von diesem Text. Und was mir dann beim Schreiben, der war jetzt nun praktischerweise der 50. Jahrestag, wirklich aufgefallen ist, dass sich Chile zumindest mal wieder nicht nur in der langen Geschichte, also eben auch der Etablierung des Neoliberalismus, sondern auch in den letzten Jahren, seit 2019 und dann den Prozessen, also dem Aufstand 2019, dann Corona, unter Corona-Bedingungen, die verschiedenen Wahlen, gibt es eine neue Verfassung, dann die Wahl zum Verfassungskonvent, dann der ganze Prozess der Ausarbeitung einer neuen Verfassung, dann das Scheitern dieser neuen Verfassung und dann im Prinzip so eine Art rechter und reaktionärer Rollback, also nur um es jetzt mal kurz zu sagen, ich wollte jetzt nicht einfach so einsteigen, dass das jetzt auch in der jüngeren Geschichte für mich nochmal interessanterweise eigentlich viele Punkte gab, wo Chile symbolisch steht für das, was in den letzten Jahren passiert ist. Und da würde ich vielleicht auch so ein bisschen zu Daniel zurückkommen. Nochmal, also du redest zu Recht von Kipppunkten, ich finde das auch richtig. Die nächste Frage ist ja dann, wann sind die denn eigentlich? Oder wann waren sie? Und ich, wie gesagt, ich will jetzt gar nicht sagen, dass das alles 2019 beginnt, aber man kann doch in Chile etwas sehen. Und zwar etwas, wo sich aus einer natürlich sehr großen, aber dennoch überall zumindest vorliegenden Dynamik aus sozialen Bewegungen rund um Klima, um Feminismus, aus einem vielleicht in Chile auch etwas verspäteten sozialen Aufstand, irgendwie noch vielleicht sogar in der großen Linie, zumindest des 21. Jahrhunderts, der Krise des Neoliberalismus und so weiter, die sich in Windeseile aus einem Aufstand, den 80% der Bevölkerung geteilt haben und einer auch institutionellen, an der Wahlurne ausgetragenen, überragenden linken Hegemonie, eine autoritäre Mehrheit entwickelt. Das ist innerhalb von 4 Jahren passiert. Sicherlich ist da auch etwas hin und her gependelt, also die Leute sind nicht andere Menschen geworden in dieser Zeit, das ist klar. Aber da ist doch etwas passiert und ich würde jetzt erstmal darauf nur Bezug nehmen, weil ich glaube, dass da doch relativ viel drin steckt. Also der erste Punkt ist, dass wir natürlich uns heute, wenn wir auf viel, also auf viel blicken, auch auf das, was wir in den letzten Jahren gemacht haben, fragen müssen, inwieweit die ganzen Revolten, Aufstände, Bewegungen, die wir gesehen haben, in denen wir große, kleine oder mittelgroße Hoffnung gesteckt haben, inwieweit sie in sich die ganze Zeit auch diese Ambivalenz schon trugen. Also ich kann mich gut erinnern, als wir in Chile waren, wir waren am Verfassungskonvent und vor der, also drinnen wurde getagt und an der neuen Verfassung geschrieben. Und vor der Tür gab es eine Kundgebung von so eher ländlich geprägten Rechten, trumpistisch, bolsonaristisch wirkte das Ganze, das hat mich sofort erinnert. Übrigens, kurze Fußnote, eine sehr interessante Sache, wenn man bei Medico arbeitet, man kommt rum und was einen überall an zu Hause erinnert, sind die Rechten. Also man weiß sofort, wo man ist, man versteht es so. Ja, es klingt, es war jetzt gar nicht ein Witz, man versteht es sofort. Also man merkt, dass man irgendwie sofort merkt, was da passiert. Erstaunlich. Viel mehr als bei vielen anderen Dingen, die man sieht. Ja, also es ist ein globales Phänomen. Und die haben dort eben getöst und getönt gegen diese Verfassungskonvent, der, glaube ich, damals so 3-4 Monate vor 3-4 Monaten die Arbeit aufgenommen hatte. Die Leute kannte niemand. Es waren Basisaktivisten größtenteils auch in regionalen Wahlbezirken gewählt.
und die standen dort vor der Tür und haben im Prinzip diese trumpistische Geste gegen das Establishment gemacht. Die da drin verhandeln über euer Land, über eure Zukunft, die wollen euch alles verbieten und so weiter und so weiter. Und ich kann mich gut erinnern, dass wir in diesem Moment schon gemerkt haben, dass was ganz anderes passiert, als wir erwartet hatten. Nämlich, dass es ein Versuch der Eliten und der Rechten, das war offenkundig, dass das jetzt nicht einfach nur von unten kam, das ganze Unbehagen, die ganze Mentalität von die da oben, dass so nicht mehr regiert werden wollen, das alles letztlich aufzusammeln und gegen eine linke Verfassung in Stellung zu bringen. Das haben wir gemerkt. Was wir aber nie gedacht haben, ist, dass das funktionieren wird. Und zwar und erst recht nicht in einem Land, in dem so ein massiver, monatelanger Aufstand stattgefunden hat, in dem es eine jahrzehntealte Widerstandstradition gibt, in dem man El Pueblo Unido besingt, also den Willen des Volkes, wenn er sich denn mal entfalten darf, was er wirklich durfte. Und ja, ich denke, das ist eine Erfahrung, wo ich finde, wir müssen selbstkritisch auch jetzt auf die letzten Jahre zurückschauen und verstehen, dass vieles, was sich sozusagen von unten auch entwickelt und aufgetan hat, dass es auch in das Ressentiment gibt und dass es auch eine Bereitschaft dazu gibt und sogar vielleicht in manchen Momenten, wo es auch eine linke Option gibt, die wirklich auf dem Tisch lag, dann Leute sagen, das ist uns jetzt irgendwie zu kompliziert, diesen Quatsch zu lesen, wir machen lieber weiter und sagen die da oben, obwohl es gar nicht die da oben waren, sondern die da unten. Und sie sind mit denen da oben gegangen. Das ist das eine. Und das zweite, dann höre ich vielleicht erstmal auf, wäre auch nochmal die rasante Geschwindigkeit zu sehen, in der, du hast es glaube ich eben sowas wie externe Faktoren genannt, ich würde es jetzt global vielleicht ein bisschen abschwächen, aber im Prinzip glaube ich, dass da sehr viel dran ist. Es ereignet sich einfach so, vielleicht im Gefühl der Leute auch so gewissermaßen schicksalhaft. Also Politik wird nicht mehr betrieben, Geschichte wird nicht mehr gemacht, sondern es ereignet sich ein Ding nach dem nächsten, worauf man irgendwie reagieren muss, womit man überhaupt erstmal zurechtkommen muss, was man verstehen soll. Und wenn man gerade dabei ist, passiert schon das Nächste. Das war sicherlich bei uns, wie in unseren Gefilden, die Klimakrise waberte jetzt auch im politischen Bewusstsein lange rum, dann kam Corona und dann kam der Krieg, das sind sicherlich die Kriege in der Ukraine, die zwei großen Ereignisse. Und ich würde denken, dass wir da irgendwie verstehen müssen, wie da vielleicht jetzt in eurer Sprache Kipppunkte und vielleicht auch wieder sich im Prinzip nicht nur politische Mehrheiten verschoben haben, sondern wie sozusagen der gesamte politische Diskurs, aber vielleicht auch die ganze Gesellschaft sozusagen eigentlich einen Wandel durchgemacht haben, und das würde ich denken, ist extrem stark, der uns nicht nur schwach, sondern extrem ohnmächtig macht, weil man das Gefühl hat, man kommt eigentlich auf der politischen Oberfläche gar nicht mehr an gegen das, was da passiert, was auch immer das ist. Also dass da sozusagen auch vielleicht, wenn man es jetzt etwas akademisch sagt, soziologisch, sozialpsychologisch und auch möglicherweise geschichtlich einfach Dinge passieren, die eine wahnsinnige Dynamik haben, jetzt jenseits des gesprochenen Wortes oder der sozusagen eingeübten politischen Spiels. Und ja, damit bin ich dann erstmal fertig. Ich denke, wir müssen verstehen, wie auch die Ereignisse der letzten Jahre, ich denke vor allen Dingen jetzt für unsere Gefilde wiederum an Corona und an den Krieg, wie die sozusagen auch so eine autoritäre Tendenz, vielleicht auch den Wunsch nach autoritären Lösungen, vielleicht auch das Gefühl, dass nur noch autoritäre Lösungen eigentlich realistisch sind, dass Demokratie und demokratische Prozesse keine Chance mehr haben und vielleicht auch, dass es gar keine Spielräume mehr gibt, außer die Spielräume von Militär und Polizei und starken Regierungen, um irgendwie die Welt zu verändern, was da irgendwie geschehen ist. So viel vielleicht. Genau, Daniel, und mit diesen Fragen beschäftigst du dich ja oder hast dich in den letzten Monaten beschäftigt mit Blick auf dein Buch, was im Frühjahr erschienen wird. Ich habe das ja vorhin in der Anmoderation gesagt, du gehst ja da genau diesen Fragen nach, was machen diese multiplen Krisen eigentlich mit unserer Gesellschaft, das Erstarken der Krisen, die Pandemie,
die Kriege, die zunehmen, die Klimakatastrophe und warum können sich darin die autoritäre Tendenzen so durchsetzen? Vielleicht kannst du noch mal aus deiner wissenschaftlichen Arbeit, aus der Empirie, die du auch dazu gemacht hast, beschreiben, was du da beobachtest und vielleicht auch so ein bisschen auf das eingehen, was Mario ja gerade schon angefangen hat zu beschreiben. Und ich würde dann gerne in der nächsten Runde nochmal zu den Fragen auch der Ohnmacht und der, du hast es jetzt auch Selbstkritik genannt, zurückkommen. Aber ja, es ist interessant, Mario, wie du das quasi aufgezogen hast, weil das Projekt, an dem ich gerade gearbeitet habe, zu dem ich noch ein paar Sachen sagen kann, angefangen, ich habe quasi meine DIS, also meine Doktorarbeit, geschrieben gehabt zu den europäischen Krisenprotesten und habe quasi angefangen mit dieser Aufbruchsstimmung 2011, quasi arabische Frühling, europäische, quasi die Bewegung der Plätze, das war quasi die Stimmung, mit der ich damals quasi angefangen habe, meine Arbeit, und habe dann quasi 2015 quasi war ich mittendrin und habe 2017 aufgehört in einer komplett anderen gesellschaftlichen Situation. Und der, in der eigentlich man quasi in Europa vor der Situation stand, wo es einen massiven Aufbruch eigentlich von unten gab, für ein demokratisches Europa, für eine sozial gerechtere Perspektive. Und das ist passiert in der Zeit, quasi 5 Monate, nachdem ich quasi meine DIS verteidigt habe, ist die AfD in den Deutschen Bundestag eingezogen. Also quasi diese das hat irgendwie so ein Gefühl hinterlassen, was ist da passiert? Was ist passiert, dass quasi diese Bewegung es nicht geschafft hat, quasi einen Resonanzraum zu bekommen und das quasi weiterzumachen? Und ich würde schon sagen, wenn man von Kipppunkten spricht, die Frage, wann beginnen die oder wann sind die, das ist enorm schwierig. Aber ich würde, glaube ich, schon sagen, dass quasi ein zentrales Ereignis ist quasi Juli 2015, als die Europäische Union quasi Griechenland quasi erklärt hat, dass es keinen Nachlass der Austeritätspolitik geben wird und es einfach so weitergeht. Und man quasi damit auch eine linken Wahlperspektive eigentlich den Raum genommen hat, quasi eine progressive Transformation anzubieten. Und das, was es führt, sieht man ja, ne? Also weder Syriza noch Podemos haben irgendwie quasi tatsächlich noch eine Gestaltungsoption. Und was wir dann gemacht haben, also was das Projekt war, mit dem ich dann gestartet habe, ist, dass wir quasi in Frankfurt am Main und in Leipzig Stadtteile ausgesucht haben, wo damals die AfD relativ stark war, und haben uns gesagt, wir wollen sowas machen wie so eine Soziologie des Alltagslebens. Wir gehen in diese Viertel und versuchen mal nachzuvollziehen, was passiert da eigentlich. Also was sind die Alltagsleben, wie gestalten die Menschen ihr Leben. Dann, also ein bisschen mit den naiven Gedanken, man könnte sich da quasi zur AfD befassen. Dann kam die Pandemie, Krieg, Klimakrise wurde quasi immer wichtiger. Also wir wurden im Prinzip von eigentlich alle paar Monate eingeholt mit einem neuen Ereignis, wo wir auch permanent wieder fragen mussten, also was machen wir eigentlich und was können wir überhaupt aussagen und wo führt das hin? Was wir faktisch dann, also ich habe gesagt wir, weil ich das mit einem Kollegen, Paul Zschokke, der hat die Empirie in Leipzig gemacht, ich habe sie hier in Frankfurt gemacht, haben wir dann tatsächlich quasi zuerst Expertinnen-Gespräche geführt und haben aber auch etwas über 50 quasi Interviews geführt, einfach mit Anwohnenden dieser Viertel. Und das ist wichtig, ich sage das ein bisschen ausführlich, weil es wichtig ist, um auch so ein bisschen zu verstehen, von was ich eigentlich, zu was ich eigentlich sprechfähig bin. Weil wir schon quasi mit Leuten gesprochen haben, die quasi aus gesellschaftlichen Gründen für sich in Anspruch nehmen dürfen, ich meine, das ist auch immer ein Herrschaftsprojekt, Mitte der Gesellschaft zu sein. Also die quasi weiß, deutsch sind und tatsächlich somit für sich auch quasi in Anspruch nehmen, quasi die dominierende, die politische hegemoniale Gruppe in diesen Vierteln zu sein. So würden sie von sich selbst nicht zwingend reden, aber quasi, wenn man das soziologisch so auslegen würde, dann wäre das so. Und haben dann gerade eben versucht nachzuvollziehen, was passiert da. Und was schon sehr deutlich geworden ist, dass quasi Pandemie, gerade in Westdeutschland, verstärkt durch quasi die beschleunigten Krisendynamiken von Krieg, aber auch Klima als verstärkte Debatte, quasi eine Unruhe reingekommen ist, die es so vorher nicht gab. Also es gibt Leute zum Beispiel, die erzählen, dass es quasi, dass sie froh drum gewesen seien, als 2007/2008 die Finanzkrise da war, hätten sie endlich mal etwas weniger arbeiten können in Kurzarbeit. Es gab nicht mal immer quasi im Gedankenhorizont arbeitslos zu werden. Es war einfach nicht da. Es brummte, es lief, es war alles okay. Und quasi Pandemie und quasi die jüngsten Entwicklungen haben quasi das komplett in Unruhe versetzt. Die Verunsicherung ist
zum Greifen. Es gibt, ich würde sagen, es gibt eine komplette Visionslosigkeit. Es gibt kaum Vorstellungen, wo Gesellschaft eigentlich hin soll, also was damit, was in dieser ganzen Konstellation passieren soll. Und ich würde auch sagen, dass dadurch die Zukunft zu etwas geworden ist, was sehr bedrohlich ist. Man will da eigentlich nicht unbedingt hin, was kommt. Und wenn man selbst nicht hin will, dann will man zumindest nicht unbedingt, dass die eigenen Kinder oder die Enkel dahin müssen. Weil man sehr genau weiß, dass quasi die Welt so, wie sie ist, wenn man sich sie imaginiert hat, so nicht bleiben wird. Und ich würde schon sagen, dass bis zu einem gewissen Punkt man feststellen kann, dass quasi so diese Normalitätsvorstellung, die Identität von Mitte der Gesellschaft geprägt hat, quasi insbesondere die Aufstiegserzählung, quasi am ökonomischen Aufstieg teilzuhaben, dass die eigentlich nicht mehr geglaubt wird. Man will die aber gerne wieder. Also man hätte gerne diese Normalität zurück. Und da beginnt dann quasi das, was ich als Regression bezeichnen würde, dass die Leute anfangen quasi in diesem Gefühl, dass sie gerne das etwas wieder zurückhaben, quasi die Schließungsprozesse einsetzen. Dass sie anfangen quasi sich zu verwehren gegen jegliche Form von Transformation, jegliche Form von Anpassung, dass quasi Abwehrreflexe entstehen, gegen alles, was quasi scheinbar ihnen was wegnehmen könnte. Und naja, wie das politisch aufgeladen wird, das sehen wir, glaube ich, in den Debatten Tag für Tag. Und es funktioniert aber unglaublich gut. Und vielleicht aber auch noch zu dem, was du vorhin gesagt hast, zu dieser Frage des Rassismus. Vielleicht eine Fußnote noch zu diesen Krisenerfahrungen. Es gibt einen substanziellen Anteil von Menschen, die auch quasi das Jahr 2015-16 als krisenhaft bereits beschreiben. Interessanterweise sind es aber fast immer auch Leute, die sich dezidiert ziemlich rassistisch äußern. Woraus man wie schließen kann, also dass quasi der Rassismus, der quasi immer heißt, ja, die besorgten Bürgerinnen und Bürger müssen dann ihren Sorgen ernst nehmen, der entsteht nicht aufgrund der Zuwanderung, sondern quasi, der ist schon vorher da. Also und die deuten das als Krise, sind als quasi entwickeln Abwehrreflexe, weil sie die Haltungen schon vorher haben. Und das ist etwas, was quasi auch in den Interviews quasi in Leipzig sehr, sehr deutlich wird, wo Leute sagen, ich glaube in Leipzig waren es 1990, gab es irgendwie 1% Ausländerinnen und Ausländer und trotzdem hat sich damals quasi die Gewalt mit voller Wucht, mit voller Härte genau die Menschen quasi gerichtet, die quasi als die anderen markiert wurden. Also dieses ganze Erzählung quasi des Rassismus, man könnte den wieder einhegen, wenn man die anderen nur los wird, das funktioniert einfach nicht, weil der ist schon vorher da. Und das sieht man quasi in diesen Gesprächen sehr gut. Aber ich will trotzdem sagen, dass diese Verunsicherung tatsächlich einfach zum Greifen nah ist und dass die von rechts einfach gerade sehr, sehr stark politisiert wird. Ich meine, die AfD hat quasi 2021, als sie in den Bundestagswahlkampf gezogen ist, mit Deutschland aber normal nicht wahnsinnig Erfolg damit gehabt, weil quasi Pandemie, es gab eine spezielle Konstellation, aber ich glaube, das, was wir jetzt sehen, diese um die 35% in Ostdeutschland und 22% im Bund, was hat eben auch bedeutet, dass sie in Westdeutschland massiv zulegt, wie wir das jetzt quasi in Hessen und Bayern auch gesehen haben, das ist Deutschland aber normal. Das ist das, was der Slogan funktioniert. Aber er funktioniert halt einfach jetzt quasi unter anderen Rahmenbedingungen als die Pandemie. Und er wird so lange funktionieren, solange quasi die grundlegenden Krisendynamiken tatsächlich nicht bearbeitet werden. Und ich würde sagen, dass quasi solange man so tut, wie wenn man quasi die Klimakrise aussitzen könnte, wie man die Migration über Abschottung lösen könnte und sie nicht tatsächlich quasi bearbeitet, solange schafft man auch immer wieder den Nährboden, auf dem quasi diese rechten Parteien, rechten Narrative funktionieren und quasi auch multipliziert werden können, weil sie sich nie rechtfertigen müssen. Also es funktioniert einfach quasi wie so ein rechtes Perpetuum mobile, dass man quasi einfach laufen lassen kann. Valeria, die Entrechtung in der Migrationsfrage, der zunehmende Abschottung Europas, der nationale Rückzug, der vor allen Dingen in der Pandemie total stark war und seitdem, würde ich sagen, auch nicht wieder aufgelöst wurde, sondern der nationale Bezug immer noch gilt, Solidarität
die gegeneinander ausgespielt wird, wie beispielsweise die guten und die schlechten Flüchtlinge, die aus der Ukraine und die anderen. Was macht das mit einer Gesellschaft? Was macht das mit Gesellschaften, wo die Migrationsfrage vielleicht auch schon viel verhärteter ist bei uns, wie in Polen oder Ungarn? Vielleicht kannst du noch mal beschreiben, was das gar nicht nur in einer Stimmung und in einem Rassismus macht, sondern originär mit einer Gesellschaft macht, die sich permanent in so einem Setting bewegt. Ja, sehr gerne. Also ich glaube, das ist genau der springende Punkt, den ich, glaube ich, auch einfach hier machen will, ist nämlich, dass einfach der Hass auf Migration ist einfach eins der originärsten und beständigsten narrative rechter Bewegungen, und es ist einfach wahnsinnig eng miteinander verwoben mit autoritären Gesellschaftsformen. Das heißt, wir sehen das inzwischen europaweit und darüber hinaus, und auch gerade dieser Prozess der Renationalisierung, klar in Corona nochmal extrem angeschoben, aber ich würde auch sagen, schon nachdem dieses Krisennarrativ geprägt wurde für 2015, da kommen Menschen, das ist eine Krise, da hat schon ein krasser Renationalisierungsprozess eingesetzt entlang der Balkanroute, innerhalb Europas, und wir sehen es halt, eine ziemlich starke Verhärtung, die einfach jetzt auch immer weiter zunimmt. Interessanterweise auch innerhalb des Prozesses ein gemeinsames europäisches Asylsystem, was ja eigentlich total das Europäisierungsprojekt ist, also eigentlich von dem Urgedanken das Gegenteil, sehen wir, dass sich ein nationalistisches Modell einfach komplett durchsetzt. Und ja, vielleicht auch nochmal irgendwie anknüpfen, weil das mit der AfD einfach auch gerade so drängend ist. Also die AfD macht es ja total explizit, dass sie an einer Neuformulierung Europas als ein rechtspopulistisches Projekt interessiert ist. Und damit sind sie eben nicht allein, sondern damit haben sie sehr viele Verbündete. Und zwar eben, der Slogan ist ja immer der Bund europäischer Nationen. Und das ist halt eben eigentlich eine Idee, die auf so neue rechte Ethno-Pluralismus-Gedankengut zurückgreift letztlich. Ne? Und das ist interessant, dass es schon in Deutschland angekommen ist. Ich weiß, dann frage ich gleich in Polen und Ungarn, da gehe ich auch gleich hin, aber ich finde es interessant, dass dieses Gedankengut, weil die AfD sich ja ganz viel über Migrationspolitik auch definiert, eben schon so zentral ist und man schon sieht, was ist das rechte Projekt dahinter auch für ein Europa. Und klar sehen wir das auch noch entlang von Visegrad bis Italien unter Meloni, aber irgendwie auch Griechenland. Also es ist wirklich relativ weit verwoben. Ungarn mit Orban ist einfach schon lange stabil rechtsnational, und das ist schon immer sehr stark verwoben, diese autoritäre Politik mit der migrationsfeindlichen Politik. Aber ich glaube, der Blick nach Polen lohnt sich halt wirklich, weil ich finde, da kann man so ein bisschen autoritäre Transformationsprozesse live miterleben eigentlich, und zwar ziemlich drastischermaßen, denn da zeigt sich eben, wie Migration eben genutzt wird, um ein autoritäres Staatsprojekt voranzutreiben. Und es ist wirklich absurd in Polen, wie diese wenigen, ich weiß gar nicht, so 10.000 bis 13.000 oder so Personen sind über die belarussische Grenze eingewandert, die eben nicht weiß sind, und die Reaktion ist so brachial und gewalttätig an dieser Grenze, um das zu verhindern, mit jetzt der Zaunbauer, die Menschen werden im Wald erfrieren gelassen. Und nicht nur das, sondern es ist halt auch einfach so bis zu Ende durchorchestriert und durchinszeniert. Also was wir sehen wirklich an der belarussischen Grenze, wenn man sich die polnischen Nachrichten anguckt, 19.30 Uhr jeden Abend, das sind so wirre Zusammenschnitte von irgendwie schwarzen Menschen, die irgendwo sitzen, mal auf Lampedusa mal und so weiter. Und dann wird immer dieses Narrativ wird immer weiter gesponnen. Also es gibt einen sehr krassen Versuch, das einfach zu etablieren als ein Bedrohungsnarrativ. Das kennen wir auch irgendwie aus Deutschland, aber längst nicht in diesem Maße. Und es geht halt einher, also bei der ukrainischen Fluchtbewegung ist es völlig anders, da geht es ja wirklich um mehrere hunderttausend Menschen, aber da sind eher so Narrative von Willkommen und wir sind doch eigentlich hier irgendwie Brüderlichkeit und eigentlich gehören wir doch irgendwie zusammen, und wer nimmt denn die Menschen zu Hause bei sich auf, und es ist eine völlig andere Bildsprache auch. Und was aber so interessant daran ist, finde ich, dass es halt einfach einhergeht mit einer Justizreform, der Entrechtung, einem krassen Crackdown auch von Solidaritätsbewegungen, Kriminalisierung der eigenen Bevölkerung, Policing der Bevölkerung, Nationalismus natürlich auch vor allem nach Feminismus und Vielfaltigkeit. Also eigentlich so das ganze rechte Projekt, was sich zunehmend einfach in diesem Staat manifestiert, was man bei der PiS-Regierung einfach
wirklich Schritt für Schritt die ganze Zeit beobachten kann, ob es einfach total eng verwoben ist mit der Migrationsfrage. Und ich glaube, darum ist es ein gutes Beispiel, um sich diesen Fragen einfach zu stellen. Ja, und was natürlich auch nochmal ein interessanter Punkt ist, ich weiß nicht, wie tief wir jetzt in die ganzen Migrationssachen einsteigen wollen, aber diese Eskalation der Gewalt, also einfach diese krasse Verrohung und diese ja, als illegal schon längst gelabelten Pushbacks, die ja nicht nur in Polen stattfinden, sondern die ja überall eigentlich stattfinden, in der Ägäis, Griechenland, ganz krass, Bulgarien, Kroatien, überall, Mexiko, also USA. Und ich glaube, dass dieser Punkt, wenn wir so eine Idee von einem rechten Europa haben oder einem Bund europäischer Nationen, dann ist das halt möglich, auch wenn zum Beispiel in diesem Fall der Europäische Gerichtshof schon längst gesagt hat, Leute, das geht so nicht, das ist rechtswidrig, versuchen sie ja trotzdem mit nationalem Recht, also das nicht umzusetzen, genauso wie Ungarn, die lange einfach gar nicht erst versuchen, diese Rechtsprechung zu implementieren. Und ich glaube, in diese Richtung bewegen wir uns gerade, dass einfach Recht, geltendes Recht halt einfach ausgehöhlt wird und nicht umgesetzt wird, selbst wenn es institutionell angemahnt wird von der EU, oder aber dass halt einfach mit dem GEAS haben wir jetzt halt die Situation, dass einfach letztlich Entrechtung in Recht gegossen wird. Also dass wir halt einfach so eine massive Verdrehung der Grundrechtsstandards haben, dass es dann auch am Ende juristisch sauber ablaufen kann. Punkt. Ja, danke. Mario, wir haben ja jetzt schon viel drüber gesprochen. Auch die rechte Rebellion hat zurzeit Konjunktur. Da, wo es zu Aufständen kommt, sind sie oft nicht emanzipatorisch oder progressiv oder schlagen eben schnell ins Autoritäre um. Wir erinnern uns nach der Wahl in Brasilien, wo es zu einem rechten Putsch kam, dann der Sturm aufs Kapitol, die Wahl der extrem rechten Regierung in Israel, alles autoritäre Phänomene. Worin begründest du denn diesen Hang zu der autoritären Revolte in den aktuellen globalen Gesellschaften? Vielleicht kannst du auch noch mal auf das eingehen, was deine Vorredner gesagt haben. Gute Frage. Ich würde es vielleicht mal ein bisschen an einer anderen Stelle quasi mit einer Antwort versuchen, nämlich nicht nur darin, also wir sind ja so ein bisschen gewohnt, uns quasi so politische Zeiträume anzugucken und zu sagen, da war es linker, da war es rechter, da war es autoritärer. Da ist sicherlich immer was dran. Situationen werden gelöst, es gibt Kipppunkte und so. Aber vielleicht, also mein Eindruck ist, wir haben es auch gleichzeitig ja mit einer irgendwie, mit vielen neuen Ereignissen, die überfordert sind, zu tun, aber gleichzeitig auch mit einer enormen Stagnation. Und es handelt sich ja bei der Rechten nicht nur um so eine Revolte, die eine gewisse Dynamik hat, sondern es entwickelt sich auch zunehmend, ich meine, die AfD ist das beste Beispiel dafür, und die Migrationspolitik und der ganze Diskurs auch, es gibt ja so eine Mechanik, das geht ja eigentlich die ganze Zeit im Kreis. Und das Interessante und auch das, finde ich, Fatale ist, dass das total funktioniert. Ich meine, das, was du jetzt sagst, oder was du gerade nochmal erzählt hast, wenn man sich die letzten, bald sind es 10 Jahre, seit 2015 anguckt, es geht einfach immer weiter. Es gab mal dieses, ich glaube, Schrödinger-Paradox, dass man eben auch entweder sagt, die nehmen uns die Arbeitsplätze weg oder sie nehmen uns die Sozialhilfe weg. Also es funktioniert immer, egal, kommen viele, kommen zu viele, kommen keine, heißt es, es kommen bald wieder welche. Ist es egal, ob es 1000 sind, ob es 100.000 sind, die Diskurse sind die gleichen, die Reaktionen sind teilweise sogar noch heftiger. Und ich glaube, also ich sage das alles, weil ich schon den Eindruck habe, dass sich die rechte Revolte von unten und von oben speist, das ist eindeutig. Und sie ist auch eine Antwort- und Krisenlösung geworden, übrigens auch auf die Krise der Repräsentation. Du hast eben von 2011 gesprochen. Davon kann wirklich keine Rede mehr sein. Also wir würden uns ja freuen, wenn es die noch gäbe im Moment. Weil die Menschen rennen in Scharen den neuen rechten Führern hinterher. Und also um es nochmal ein bisschen klarer zu machen, ich habe das Gefühl, dass es sozusagen auch eine gewisse Mechanik und Sozialpsychologie gibt, in der sozusagen das, die rechte Revolte in all ihren auch politischen Charakterzügen, das Anti-Establishment, was von oben kommt,
bis in den Präsident, ich meine, der mächtigste Mann der Welt heißt ja zumindest, der US-Präsident hat da gestanden und hat gegen das Establishment gehetzt. Das funktioniert. Es funktioniert die ganze Zeit und immer wieder. Es hat eine unbändige Energie. Und auf der anderen Seite, das ist das, warum ich das sage, stehen wir als Linke und wenn wir nicht auch, oder als soziale Bewegung und als NGOs, und wenn wir nicht auch in schlechte Mechaniken verfallen, was man ja tun kann, in die der Empörung oder zu sagen, es wird alles immer schlimmer und so, wenn man wirklich versucht, etwas zu verändern, etwas zu transformieren, dann ist man mit einer ganz anderen Zeitlichkeit und auch Sozialpsychologie beschäftigt, weil man versucht etwas und irgendwann wird es enttäuscht. Irgendwann funktioniert es nicht mehr. Die Leute geben auf, sie glauben nicht mehr an etwas, sie hören auf, sie ziehen sich zurück. All diese Dinge passieren und sie passieren eben, wenn man keine, wenn man an etwas arbeitet und etwas versucht, was wirklich auch Dinge ändert, was nicht nur eine schlechte, ein schlechtes auf der Stelle treten und versucht, damit irgendwie zurückzukommen ist. Und ich glaube, dass ich sage das deswegen, weil viele Alternativen machen natürlich, viele Linke machen keine gute Figur gerade, aber es ist eben auch einfach wahnsinnig schwierig, wirklich realitätstüchtige Antworten zu finden, wo man auch gleichzeitig Schritte ins Offene wagen muss, wo man nicht für Ordnung und Sicherheit und dafür, dass alles wieder normal wird und dass alles so wird wie früher, sondern dass sich was verändert, dass Leute zusammen sich das zutrauen, dass sie diese Prozesse eingehen. All das ist einfach ungleich schwieriger, sowieso, und es ist unter diesen Bedingungen, in denen wir seit Jahren stecken, noch viel schwieriger. Weil, wenn man wirklich sagt, was man tun müsste, dann weiß man eigentlich gar nicht, wo man anfangen soll. Und das ist für mich, ist vielleicht nochmal eine etwas, ist sicherlich nicht die einzige Erklärung, aber ich glaube doch, dass, ja, lange Rede, kurzer Sinn, dass diese neue Rechte, die sich politisch und in ihrer Mechanik sehr ähnelt und sehr auf autoritäre neue Entwicklungen auch anspricht, dass sie einfach funktioniert. Sie funktioniert, die kann wahnsinnig viel kanalisieren, einbinden und in einer permanenten Energie halten. Und ich finde wirklich, die Migrationsdebatte ist ein fabelhaftes Beispiel dafür. Und daran anschließend würde ich noch ganz gerne eine kurze Runde mit euch dreien machen und dann die Diskussion gerne für euch und sie öffnen. Ich kann mir vorstellen, dass es viel Bedarf auch an Nachfragen oder Beiträgen gibt. Wir würden uns aber trotzdem gerne der Frage, Mario, du hast es ja jetzt eigentlich schon angeschnitten, der politischen Spielräume, wo stehen wir denn eigentlich gerade? Was sind noch Alternativen, wo können wir unter diesen Bedingungen, wie ihr sie ja jetzt alle drei gerade skizziert habt, hier in Deutschland, aber auch auf der global gesehen, wo gibt es darin eigentlich noch was zu gewinnen? Oder andersrum, was müssen wir tun, damit Kipppunkte doch vielleicht noch aufzuhalten sind? Ihr habt das ja auch in eurem Text angerissen. Daniel, vielleicht magst du anfangen. Ja. Ich hänge gerade noch ein bisschen dem, was du gerade gesagt hast, weil ich würde dann im Prinzip zustimmen und würde trotzdem, glaube ich, auch nochmal sagen, dass es, glaube ich, schon nochmal wichtig ist, die Dynamik trotzdem nochmal in den Blick zu nehmen, weil es gab ja eigentlich relativ viel Bewegung in den letzten Jahren, also zumindest quasi 2018, Seebrücke, unteilbar, Fridays for Future, also das letzte Generation, also die letzte Generation jetzt, ich finde, das ist ein bisschen eigene Fall, Ende Gelände, Blockupy, es ist ja nicht so, dass nichts da war. Und ich bin auch nicht sicher, ob quasi es tatsächlich an den Antworten fehlt. Ich glaube eigentlich, dass viele Antworten aus der Bewegung rauskommen und dass quasi von unten eigentlich sehr viel da wäre. Ich glaube, ein Teil der Problematik liegt darin, dass das, was ich quasi vorher versucht habe zu beschreiben, was ich quasi als Regression der Mitte versuche zu rahmen, letztlich dazu führt, dass quasi in der Gesellschaft progressive Antworten gerade einfach nicht so zu fangen schaffen. Und das wäre für mich nochmal eine andere Einschätzung, als quasi als Linke gelingt es nicht zu kommunizieren und man macht alles falsch, sondern es ist vielleicht ein bisschen die Frage, von welchem Resonanzraum steht man da gerade. Und ich glaube, dieser Resonanzraum, der schließt sich. Und um
trotzdem etwas vielleicht Positives zu sagen. Ich glaube trotzdem, dass relativ viele Themen rumwabern in der Gesellschaft, die eigentlich politisierbar wären, die eigentlich auch offen wären, um quasi in eine progressive Richtung zu wenden. Ich glaube aber auch, dass man da quasi nochmal überdenken müsste oder vielleicht nochmal von vorne anfangen müsste, wie man eigentlich quasi wie man die quasi zu vermitteln versucht. Weil ich glaube schon, dass reines Reden von Solidarität, Gemeinsamtum, Kollektivität, Klasse, was auch immer, dass das nicht verfängt, weil es überhaupt gar keinen Resonanzraum gibt für diese ganzen Konzepte des Kollektiven. Und das heißt, dass man eigentlich noch viel weiter vorne beginnen müsste und wenn man quasi reinzugehen und man quasi wieder anfangen müsste, überhaupt den Resonanzraum zu erstellen, dass sowas wie Kollektivität, wie eine gemeinsame progressive Vision überhaupt irgendwie anfangen können zu schwingen. Und das finde ich wichtig. Und vielleicht einfach ein Punkt noch, dann höre ich auf. Ich glaube, Zivilgesellschaft, soziale Bewegungen, die können sehr, sehr viel tun, die können sehr viel leisten. Ich glaube aber, und das ist auch ein Teil der Wahrheit, dass quasi, wenn nicht relativ bald Gewerkschaften, SPD, die Grünen anfangen, einen klaren demokratischen, aber auch antifaschistischen Standpunkt einzunehmen und daran quasi auch arbeiten. Also ich meine, das, ne, also mit dem Herausforderung bewusst, aber ich glaube trotzdem, ohne quasi große gesellschaftliche Akteure, die tatsächlich in diese Auseinandersetzung mit einsteigen, wird quasi werden von unten die Ressourcen sowie die Reichweite fehlen, um das quasi einfach so in den Griff zu bekommen. Und das heißt, wir werden uns auf einen sehr langen Atem einstellen müssen. Wir brauchen Orten wie diesen, wo man sich auch mal wohlfühlt, wo man sich austauschen kann, um auch quasi Sicherheit zu haben, um da draußen quasi weiterzumachen. Aber ich glaube, es gibt die Räume. Ich glaube nicht, dass es verloren ist, aber ich glaube, man muss sehr, sehr weit vorne wieder ansetzen. Ja, ich darf jetzt direkt nochmal antworten. Ich würde auch, wie du es gemacht hast, auch so zur Hälfte zustimmen und zur Hälfte widersprechen. Und zwar tatsächlich nochmal mit dem, worin wir uns, glaube ich, ja alle einig sind, nämlich dass, sagen wir mal so, auch die ganze politische Frage und auch die Politisierung der Gesellschaft in den letzten Jahren enorm ist, weil es wirklich, es geht auch hier, auch in den liberalen Gesellschaften, wirklich vielen gefühlt wieder ums Überleben, um ihre Zukunft und nicht nur um ihre Meinung oder was sie so wählen, weil sie irgendwas denken oder weil sie irgendwas überzeugend finden oder nicht. Und da würde ich dir ein bisschen widersprechen oder das zumindest korrigieren. Es geht eben dann auch zunehmend nicht nur darum, was ist überzeugend, sondern es gibt dann auch einen vollkommen gerechtfertigten Pragmatismus der Menge, der nämlich fragt, was geht denn überhaupt noch? Was ist denn realistisch und realitätstauglich und was ist auch pragmatisch machbar? Und mir geht es weniger darum, jetzt den Pragmatismus so vorzureden, sondern es geht einfach um Macht. Und in diesen Zeiten zeigt sich einfach, dass wir absolut machtlos und ohnmächtig sind. Und das muss man einfach auch auf eine Art anerkennen. Und da kommt man auch nicht gegen an, wenn man jetzt sozusagen überzeugender ist, sondern wir haben einfach auch das Desaster der letzten mindestens 30 Jahre vor uns. Nämlich das, und dafür steht Corona und der Krieg auch, dass wir gar nichts machen können. Dass es überhaupt keine wirklichen Machtressourcen gibt, um in die großen Fragen einzugreifen. Es gibt nur den liberalen Mechanismus, sich an die Mächtigen zu wenden. Sie sind aber überhaupt nicht ansprechbar, zumindest für die tatsächlichen Transformationen. Und sie sind, das ganze Spiel ist sozusagen auch abgedichtet gegen irgendeine Art von zivilgesellschaftlicher Übersetzung. Das heißt, es gibt Leute, die haben das vor 20 Jahren schon gesagt, und ich meine damit nicht die Menschen, die das sind, aber die Zivilgesellschaft als ein politischer Ort, an dem sich Meinung oder wie du es eben sagst, überzeugende Dinge dann auch vielleicht abgespeckt, früher hätte man gesagt reformistisch oder so, umsetzen, durchsetzen, das geschieht ja einfach nicht. Es ist einfach eine Wand, gegen die wir laufen. Und insofern glaube ich, ja, was können wir tun? Zumindest dem nicht die ganze Zeit immer weiter hinterherlaufen in dem Versuch, irgendetwas, was dann noch realitätstauglich ist, was man da überhaupt noch einbringen kann und damit sozusagen das eigene Programm auch immer runter zu stufen, sondern man muss das schon auf eine Art auch aushalten. Also das ist das eine. Und das andere, und da würde ich dir total zustimmen, und vielleicht können wir darüber jetzt auch noch mal ein bisschen mehr reden, nachdem wir das jetzt auch ein bisschen aufgewertet haben. Ich meine,
meine, es ist wirklich katastrophal, was hier passiert. Die AfD ist gestern die zweitstärkste Partei in Hessen geworden. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Und ich sage noch etwas, vielleicht mache ich mir damit nicht nur Freunde. Es gibt keine einzige Partei in Deutschland mehr, muss man sagen, die in der Lage ist, das, was jetzt schon wieder im letzten halben Jahr passiert ist, eindeutig antifaschistisch zurückzuweisen. Auch in der Migrationsfrage nicht. Es geht nicht. Es wissen auch alle, sie reden alle über die AfD. Also sie sagen, es geht nicht nur um Migranten. Niemand sagt, was hier wirklich eigentlich klar ist. Es gibt einfach eine potenziell faschistische Partei, die hier alle vor sich hertragt. Und niemand sagt, wir machen das nicht mit. Und wenn wir 5% verlieren, wir machen das nicht. Nein. Und es ist nicht nur Rassismus und Migrationspolitik, es ist auch der blanke Opportunismus, der sich da die ganze Zeit zeigt, kurzsichtig ohne Ende. Sage ich noch was, wenn man die Füße nicht macht, man hat sich ja fast über Angela Merkel gefreut, weil sie sozusagen auf eine Art erschien, als würde sie links von allen stehen in dieser Frage. Weil sie gesagt hat, alle profilieren sich auf den Rücken von Migranten. Ich meine, das stimmt einfach. Und nie, also das war sozusagen auf eine Art eines der antifaschistischen Statements, die man hören konnte. Nein, es tut, also es ist wirklich so. Wir haben es vielleicht geahnt, dass es irgendwann so kommt. Und ich meine, das ist katastrophal. Und das sind vielleicht auch noch Orte, wo eigentlich noch sehr viel möglich ist und wo man auch noch sehr viel tun kann. Nämlich zumindest darauf hinzuwirken, dass diesen Opportunismus nicht alle mitmachen. Ja, ich fand das auch mal wieder sehr überzeugend. Gleichzeitig irgendwie kommt mir immer das Gefühl auf, dass wir als Linke einfach sehr gut darin sind, den Fatalismus auch zu buchstabieren und halt einfach alle sich repressiv zuziehenden Schleifen zusammenzudenken und dann irgendwie aber auch immer ein bisschen da landen, okay, so what, also jetzt sind wir auch irgendwie in der Schockstarre. Und mir geht es auch so, vor allem in Anbetracht der Wahlen gerade und der Migrationspolitik, und ich kann es sehr gut nachvollziehen, und trotzdem glaube ich, es ist jetzt einfach unsere Aufgabe, da rauszukommen. Also wir müssen auf Teufel komm raus halt eben irgendwie Wege finden, wie wir dieser Entwicklung etwas entgegensetzen. Und ich glaube, vielleicht nochmal aus der Grenzperspektive gedacht, also ich glaube, wenn man Grenzen sind ja eigentlich ein Hierarchisierungsverhältnis, eigentlich ein Ungleichheitsverhältnis. Es ist eine Grenze lässt bestimmte Leute rein und andere nicht. Also es werden Leute Ausschlüsse produziert und Menschen kategorisiert und gefiltert in verschiedene Kriterien. Und das sehen wir auch im Inneren der Gesellschaft, das sehen wir auch in dieser Rechtsverschiebung, das sehen wir, das ist eigentlich eine Ideologie der Ungleichheit, und die setzt sich halt einfach gerade massiv durch. Und ich glaube, das ist fatal, aber das hat halt eben auch die Möglichkeit, dass man an verschiedenen Ecken und Enden von dieser Entwicklung ansetzen kann. Das ist also eine Solidaritätsbewegung im Inneren ist gleichzeitig, hat sie was mit der Abschottung nach außen zu tun zum Beispiel. Und ich glaube, dass einfach die Frage von Kämpfe verbinden wird einfach jetzt drängender denn je, weil also diese ganzen gegeneinander ausspielen von irgendwie Kommunen sind überlastet, darum, das ist eine sozialpolitische Frage, es ist eine Frage von Gentrifizierung, von Kapitalismus. Also es gibt einfach diverse kleine Initiativenkämpfe an verschiedenen Ecken, die das versuchen. Und klar ist das nicht so, wir stehen trotzdem vor der Nicht-Responsivität der Eliten letztlich. Oder also wir wissen auch nicht mehr so richtig, an wem im Parteienspektrum kann man sich eigentlich noch irgendwie wenden. Aber da müssen wir halt ein Gegenmodell entwickeln. Also ich glaube, es hilft ja nichts. Und halt einfach versuchen, mit zumindest so kleinen widerständigen Akten, die halt auch nicht unsichtbar zu machen. Ne? Also die zumindest irgendwie wahrzunehmen und zu gucken, was vielleicht aus so einer Bewegung noch rauskommen kann. Ist jetzt nicht der große Wurf und die große Lösung, und da kommen wir wohl nicht raus, aber genau, ich bin gespannt auf die Diskussion dazu. Wir sind ja auch nicht verpflichtet hier, um heute die Lösungen zu finden, sondern ich habe das ja schon eingangs gesagt, es geht darum, ins Reden zu kommen, vielleicht eine Zeitdiagnose zu treffen. Und ich würde mich jetzt sehr über Beiträge, über Anmerkungen, über Fragen aus dem Publikum freuen. Es geht mal mit dem Mikro rum. Ja.
Ja, ich versuche mich kurz zu fassen, weil also ich finde, dass große Teile der Gesellschaft haben es zunehmend schwierig zu überleben. Ja? Und die Ursachen dafür, ja, sind was Wut und Frustration erzeugt, also zum Beispiel, es gibt Menschen, die mit Milliarden, und sie zahlen weniger Prozentsteuer als der Normalverdiener. Es gibt Menschen, also ich glaube 10 Menschen in Deutschland, sie besitzen mehr als die untere Hälfte. Und diese Menschen haben auch sehr viel, also benutzen Lobbyisten, um das Parlament und den Bundestag zu beeinflussen, dass auch Gesetze in ihrem Sinne verabschiedet werden. Also unter anderem, also die Steuervermeidung, dann Löhne stagnieren seit Jahren, die Mieten steigen trotz sehr viel Leerstand. Und die rechten Parteien nutzen eben diese Wut und Frust aus und wenden das gegen die Migranten. Und man müsste, oder gegen die Migration, man müsste eigentlich versuchen, diesen Menschen, mit einem Teil von diesen Menschen ins Gespräch zu kommen. Weil es sind nicht alle, ich glaube nicht, dass sie alle Neonazis sind, aber also dass die haben auch Anschluss an die Mitte und man muss ihnen klar machen, das ist eigentlich unser wirtschaftliches System und dass da also grundsätzlich da, und woher das Problem kommt, das ist nicht die Migration, sondern es ist diese zunehmende Ungleichheit. Ja. Ich würde da mal eine Frage an die Runde geben. Also für mich sind ja auch immer so Kipppunkte, Punkte, wo die Rechte scheinbar Leute sammeln kann. Einmal so die Frage von Gender- und Sexualpolitik und auch dann die Frage von religiöser Identität. Also wie würdet ihr das denn beurteilen? Ich denke, das scheint ja in manchen, also osteuropäischen Staaten vielleicht stärker zu sein oder... Aber das spielt ja auch hier, glaube ich, doch auch inzwischen zunehmend mehr eine Rolle. Ja, ich würde zu der zweiten Frage was sagen. Ja, weil ich glaube, dass es da nochmal einen wichtigen Zusammenhang gibt. Nämlich auch mit dem, was Daniel gesagt hat, oder worüber wir jetzt auch irgendwann in der Zeit sprechen. Nämlich, es gibt eine große Unzufriedenheit, aber die rechte Antwort, im weitesten Sinne die rechte Antwort, ist nicht, alles muss anders werden, sondern alles soll irgendwie gleich bleiben, die Normalität soll zurückkehren, die Ordnung soll wiederhergestellt werden, wo auch immer, an der Grenze, zu Hause, am Arbeitsplatz und so. Also, und ich muss gerade, als du gefragt hast, oder als du aufgezählt hast, ich erinnere mich an, letztes Jahr war ich in Brasilien und am 1. Mai bin ich zufällig, das war ein Sonntag, wir waren in der Nacht vorher in Rio de Janeiro angekommen und fertigerweise musste ich Wäsche waschen, bin also aus dem Hotel raus und war mitten in der Bolsonaro-Kundgebung. Und dann habe ich halt natürlich, also nee, er hat nicht selber gesprochen, aber es war sozusagen der inoffizielle Wahlkampfauftakt. Und da waren in der Nähe von der Copacabana waren zehntausende Bolsonaro-Anhänger. Und wie ich eben schon gesagt habe, man fühlt sich gleich wie zu Hause, man kennt das alles. Und das T-Shirt, jetzt jenseits der Brasilien-Flagge, also die Devotionalie, die ich am meisten gesehen habe, getragen übrigens auch von Familien oder von einzelnen Familien, mein T-Shirt stand Patria Familia Deus, also Gott, Familie, Vater, das stand hinten auf. Und ich glaube, also wenn man Gott vielleicht auch noch mit Kirche und Religion ein wenig übersetzt, das ist die Ordnung. Das ist auch kein, also das kommt nicht aus dem Nichts. Und es kommt auch nicht aus dem Nichts, dass die Rechte alles angreift, was an diesen Ordnungen kratzt. Und
Patria Familia Deus, da haben wir ja schon fast alles aufgezählt. Also die Migration, der Feminismus und andere Sexualitäten und andere Arten auch sozusagen dein Leben zu führen als in dem klassischen Kontext. Und das wird alles wieder hochgeholt, weil es eben auch das Versprechen von Sicherheit, von Ordnung und von nicht sozusagen diesen ganzen Entwicklungen und der Unsicherheit, den Unsicherheiten, von denen du gesprochen hast, ausgesetzt sein hat. Genau, also ich glaube, man sieht, es gibt diverse Studien, die diesen Zusammenhang quasi mittlerweile klar belegen, also dass quasi die Frage von Antifeminismus ein ganz klares Bindeglied ist, was quasi nicht nur ideologisch relevant ist, sondern es ist tatsächlich einfach das, quasi, das was Heidmeier so als rechte Bedrohungsallianzen auch erzeugt. Also es ist quasi ein absolutes Bindeglied zwischen der konservativen Rechten über quasi, was man als Rechtspopulismus bis hin zu ganz Rechtsaußenstrukturen oder dann sagen kann, dass quasi der Antifeminismus ein ganz klares Bindeglied ist, was da quasi einend wirkt. Ich will vielleicht doch noch mal was zu der anderen Sache sagen, quasi zu der Frage, man müsste mit denen ins Gespräch kommen, die sind ja nicht alle rechts. Dazu würde ich noch zwei Sachen sagen. Ich weiß nicht, ob sie sich das angeschaut hat, aber quasi in den Nachwahlumfragen jetzt quasi in Bayern oder Hessen haben sie die Leute ja gefragt, die würden sich selbst einordnen. Und da haben, glaube ich, in Bayern waren es 65%, die sich selbst ganz klar als rechts verorten. Und in Bayern und in Hessen haben 80-85% der Leute, also quasi der AfD-Wählerinnen, gesagt, es ist uns absolut egal, quasi wenn andere Leute, dass die AfD quasi in Teilen als rechtsradikale Partei gilt. Die wissen das, sie wissen, wen sie wählen, und es ist ihnen absolut egal. Also das muss man sich einfach klar werden. Das sind keine Ausrutscher, das ist nicht Protest, auch wenn danach immer gefragt wird. Die wissen, was sie tun, und sie tun es bewusst. Und ich glaube, das hängt mit dem zusammen, was Valeria sehr deutlich ausbuchstabiert hat. Ich meine, vielleicht habt ihr das auch quasi, diese Tage ist ja quasi diese groß diskutierte Studie von Steffen Mau rausgekommen zur Frage der Polarisierung der deutschen Gesellschaft, die quasi darlegt, dass die deutsche Gesellschaft im Verhältnis zu anderen Gesellschaften noch nicht wahnsinnig polarisiert ist. Also dass es quasi in vielerlei Bereiche quasi eigentlich noch Überlagerungseffekte gibt und dass quasi Menschen auch unterschiedliche Positionen zu ganz unterschiedlichen Themen haben können und es noch variiert. Und ich glaube, dass Migration, die ganze Streik Migration, aber auch die Frage von Gender, was das tut, ist, dass es sich einzelne Konfliktfelder in einem Kontinuum von möglichen Konflikten rauspickt, diese als zentral markiert und die dann quasi mobilisiert wird und die quasi dann permanent am Köcheln gehalten werden und aufrechterhalten werden, über das, was Mario gesagt hat. Und das funktioniert halt. Da holen sie die Leute damit ab, und ich glaube, das bringt dann auch nichts, immer wieder zu sagen, wir sind ja gar nicht alle rechts, weil es ist klar egal, dass sie eine rechte Partei will, und in der spezifischen Frage, um die es geht, die politisiert wird, sind sie mit der AfD vollkommen einverstanden und sie sind gewillt, jegliche Form der Entmenschlichung, jegliche Form der Entzivilisierung hinzunehmen, solange dieses eine Feld, auf dem sie sich quasi eine Aktion wünschen, wenn dort anständig politisiert wird. Und ich glaube, das ist deshalb glaube ich, dass man so unbedingt über diese Migrationsfrage reden muss und quasi auch dort Lösungen finden muss, weil das einfach so ein krasser Treiber ist. Ich wollte nur sagen, also was ich meinte, ist eher im Persönlichen, wenn man, verstehen Sie, nicht dass man auf eine Veranstaltung geht, persönlichen Bereich, wenn jemand so ein. Ja. Ist es nicht hauptsächlich eine Frage von gebrochenen Versprechungen vor 30 Jahren, als die neoliberale Wirtschaftsordnung? Also ich meine, wir haben jetzt wenig über die materielle Grundlage dieser Leute geredet, und ich nehme an, dass also Menschen, die heute die AfD zu wählen gewillt sind, das tun, weil ihre Zukunftshoffnungen sich in Luft aufgelöst haben. Ihre Kinder können keine Eigenheime mehr kaufen, die Bildung führt nicht mehr zu guten Jobs, die Altersversorgung ist äußerst fraglich, die ist ja heute schon fraglich. Also da sind ganz viele Zukunftsversprechungen gebrochen,
Und die AfD bietet ein rückwärtsgewandtes Weltbild an, das so ein bisschen in Richtung Neofeudalisierung tendiert und in dem es dann eben auch wenig Reiche und ganz viele Arme gibt, nicht? Ich finde, wir reden einfach zu wenig über die, die Ungleichheit, die wirtschaftliche Ungleichheit, die Chancenungleichheit, solche Sachen. Ich glaube, meine erste Reaktion darauf ist, da ist sicher was dran, aber ich glaube, wir müssen uns auch klar machen, dass diese Deprivationsthese einfach wissenschaftlich widerlegt ist. Also wir müssen aufpassen, dass wir bei der Erklärung von Rechtspopulismus und Chauvinismus, Nationalismus, dass wir nicht in Dinge rutschen, wo wir denken, okay, das ist wahrscheinlich der Grund, sondern wir wissen eigentlich, dass rechte Einstellungen relativ wenig zu tun haben mit der tatsächlichen materiellen Grundlage. Also es ist vielleicht eine gefühlte Deprivation auf eine gewisse Weise, aber ich glaube, die Frage ist eben, wo setzen wir an? Ich würde überhaupt nicht negieren, dass das nicht alles Faktoren auch sind, die so ein Krisengefühl auch heraufbeschwören und eine Unsicherheit darauf beschwören und dass man sich in der Unsicherheit eher so auf reaktionäre autoritäre Modelle bezieht. Aber ich glaube, was wir halt leisten müssen als eine linke Bewegung, ist halt eben in der Lage sein, diesen Narrativen eben nicht hinterherzugehen, sondern einfach auch Gegennarrative anzubieten. Also ich glaube, bei Migration ist es einfach sehr, sehr deutlich. Ich glaube, man muss aus diesem Bedrohungsnarrativ rauskommen, dass es halt eben eine Gefahr ist, wenn Menschen sich bewegen zum Beispiel. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch so Fragen von Chauvinismus letztlich in der Lage sind, mit zu adressieren und dass es nicht nur darum geht, dass Menschen die materielle Grundlage entzogen wird. Ich glaube, es ist ein Thema und ich glaube aber, wir müssen dieses Thema nicht nur adressieren aus einer Frage von, wie kann man einem Rechtsruck entgegentreten. Ja, meine persönliche Haltung dazu. Ich weiß nicht, ob ihr da noch was... Nur eine kurze Ergänzung dazu, weil ich glaube, es gibt in Deutschland wirklich eine Besonderheit dieser ganzen Frage der Privation. Und zwar, dass quasi die Studien eigentlich zeigen, dass quasi in Deutschland quasi dann die Rechte quasi zu erstarken vermag, wenn quasi die Leute das Gefühl haben, dass es Deutschland als Nation schlechter gehen würde, wenn es der Wirtschaft schlechter geht, wenn es der Größe des Gesamten schlechter geht. Wenn dort Deprivationserfahrungen und Verschlechterungstendenzen befürchtet werden, das ist der Moment, wenn quasi in Deutschland rechte Parteien erstarken und weniger, wenn sie individuell erfahren werden. Das ist in anderen Ländern anders. Aber in Deutschland gibt es eine relativ eigenartige Kopplung und einfach nur das noch als Ergänzung. Das ja, Ich würde mich auch melden. Nee, alles gut. Du bist doch gerade da, also muss jetzt nicht durch die Gegend auf Genau, ihr habt ja einmal über so Resonanzräume geredet und was für linke Politik zieht gerade und welche nicht. Und gerade eben auch das Thema von, ja, wir müssen jetzt Alternativen schaffen. Ich finde trotzdem, dass wir uns auch schon nochmal Gedanken darüber machen müssen. Und ich finde, das war auch eine offene Frage an euch, wie sich das erklärt, dass eben diese sozialen Bewegungen, die ihr angesprochen habt, ja, und teilbar Welcome United, auch Fridays for Future, die sind nun mal jetzt doch aber mehr als 3 Jahre her und dass die ganz großen Massen eben auf der Straße total fehlen. Und ich habe sehr wenig Vertrauen generell als Linker in wie progressives Bürgertum, aber selbst das bricht ja gerade weg. Und ich glaube, das macht natürlich auch den Rechten einfach Mut und gibt denen eine Chance zu sagen, okay, wir können das ja ganz unwidersprochen machen. Und genau, ich würde gerne von euch, also würde euch mal fragen, wie ihr euch das erklärt, dass so einfach nicht mal der zweimal im Jahr auf eine Großdemonstration zu gehen, Move noch gemacht wird, sondern tatsächlich selbst das nicht mehr erwartbar ist und nicht mehr diese Grundlage gegeben wird. Ich glaube, so ein Stück weit schließt es ganz gut an. Also erstmal danke, dass ihr den Raum öffnet, solche Fragen zu diskutieren. Ich glaube, das müssen wir viel mehr und viel häufiger machen. Ich wollte gerne auch, also wie kriege ich es zusammen? Die Kopplung hast du eben schon gesagt, dass es in Deutschland nochmal ein bisschen anders ist. Das fand ich einen sehr wichtigen Punkt, da hatte ich mich gemeldet. Ich war aber auch bewegt durch deinen Beitrag, Mario, zum Thema Ohnmacht, weil ich jetzt auch gerade selbst viele Workshops angeboten habe. Wir handeln gegen AfD, wie gut stellen wir uns auf gegen AfD, für eine
möglichen Bereiche, die werden gerade sehr überlaufen, noch ganz anders als vor ein, zwei Jahren. Und wenn ich da frage, warum seid ihr hier, dann ist so Ohnmacht, Hilflosigkeit das, was die Leute auf die Karten schreiben und was alle irgendwie benennen, Sorge, Angst und so weiter. Und wenn man dann aber so zwei, drei Stunden Workshop macht und sagt, was kann man denn machen irgendwie, wenn ihr jemanden von denen im Sportverein habt oder was auch immer, wenn ihr eine Kommune seid, dann entwickeln sich doch sehr schnell wieder sehr viele Ansätze, Diskussionen. Dann hat man am Ende irgendwie ganz viele Whiteboards voll und Verabredungen und Folgetreffen und sowas irgendwie. Also ich da merke, da kann schon auch was gehen. Nichtsdestotrotz glaube ich, oder ich frage mich, diese Ohnmacht, die seitens der Linken empfunden wird, inwieweit das nicht auch was ist, was Rechte haben. Also ich glaube, es ist ja genau das, worauf der Populismus von AfD auch zielt. Wir haben ja eh nichts zu sagen, uns wird ja eh alles verboten, wir haben ja sowieso nichts zu melden. Die da oben machen ja sowieso, was sie wollen. Also ich glaube, dieses Gefühl von Ohnmacht ist erstmal da und wird aber gerade von rechter Seite abgeholt und mobilisiert durch AfD und auch durch Freie Sachsen. Es gibt ja auch andere rechte Bewegungen, die nicht nur im vorpolitischen, sondern im politischen Raum sehr präsent sind. Und wo es, glaube ich, das wäre eine Frage auch irgendwie in Bezug auf diese Idee von Mitte, das fand ich sehr spannend, was du aus diesen Gesprächen, also mich würde interessieren, ist dieses Gefühl von Ohnmacht eigentlich auch in der Mitte da oder ist es mehr so ein Konservatismus, also dieses Festhalten an, es soll nicht weggehen oder empfindet auch die Mitte sich als zunehmend machtlos in der Frage? Ich glaube, es hat schon auch was damit zu tun, das Gefühl, dass man sich weniger leisten kann. Also durch die Pandemie, diese existenziellen Ängste, die du angesprochen hast, die erstmals auch die Mitte empfunden hat, wenn man sich jetzt nichts mehr leisten kann, der Krieg so viel kostet, dass man dann auch das Gefühl hat, jetzt muss der Sack aber auch zugemacht werden und jetzt bin ich auch gerne rechts, weil das ist, und jetzt komme ich zu meinem letzten Punkt und zu diesem Kipppunkt-Thema, ich glaube auch die Rechten empfinden diese Migrationsfrage als Kipppunkt oder es ist ja faschistische Bewegungen zu eigen, auch so Untergangsszenarien, apokalyptische Szenarien zu entwickeln, zu sagen, jetzt müssen wir handeln, sonst werden wir überrannt und auf der anderen Seite dann eben ne, dieses parareligiöse Erweckungsmoment irgendwie, das liegt glaube ich gerade in der Nation, als Antwort dann eben anzubieten und ich glaube da die globale Antwort irgendwie zu finden, ist eine Aufgabe für uns. Also mal ein paar Punkte was zu sagen. Ich finde das, also jetzt auch nochmal darin, was du gerade alles aufgezählt hast. Mir fiel ein, dass Valeria am Anfang sagte, es gibt diese faktenverleitenden Diskussionen. Es gibt ja auch ohnehin ganz viele Diskussionen über Fake News und die Leute können nicht mehr mit den Informationen umgehen und sie fallen auf die falschen Infos rein. Ich finde jetzt das, was du gesagt hast, zeigt eigentlich auch nochmal was anderes, nämlich es sind einfach wahnsinnig viele Gefühle und Emotionen im Spiel. Also am Ende hat es nicht nur was damit zu tun, dass Leute nicht mehr mit Informationen umgehen können, sondern dass einfach noch viele andere Dinge hinzutreten. Und ich glaube, dass das einfach, dass man sich, wir alle und wir müssen uns das einfach klar machen. Das ist kein rein rationales Geschehen, es geht auch nicht nur um Argumente, sondern das ist einfach umfassender. Es ist Politik, aber sozusagen mit allen Mitteln und auch auf allen Ebenen. Und nicht nur ein Diskurs in der Tageszeitung. Und das ist, glaube ich, einfach total wichtig. Und es geht ja auch, das begründet sich auch daran, dass es für viele um sehr, sehr viel, wenn nicht um alles geht in diesen ganzen Entwicklungen. Das ist das eine, was ich jetzt einfach generell dazu sagen wollte. Das zweite, auch zu der Frage, warum passiert denn nichts? Ich bin ehrlich gesagt, vielleicht ist es eine platte Antwort, aber ich glaube, die Leute, die meisten Leute haben einfach das Gefühl, zu Recht, dass es nichts bringt. Und das wäre mein dritter Punkt. Die Ohnmacht ist ein Problem, aber ich glaube, auch das muss man ein Stück weit drehen. Sie ist einfach real. Also nur, man muss sie einfach anerkennen, glaube ich, dass man uns auch als Problem anerkennt, dass wir auf eine Art ohnmächtig sind, in bestimmter Hinsicht, sicherlich nicht in jeder. Und man muss sich, glaube ich, fragen, was, also wo kommt das her? Es kommt nämlich nicht nur aus uns, es kommt aus der Situation, aus der Lage. Ich meine, es ist seit 2 Jahren Krieg in der Ukraine und man darf sich zwischen einer schlechten und einer viel schlechteren Perspektive entscheiden. Aber es ist fast unmöglich zu sagen, ein Krieg wird das Problem nicht lösen. Also wir sind ja an vielen Stellen an so Situationen, wo es keine Optionen gibt, die vor 10, 20 Jahren selbstverständlich waren. Ja, und das muss man, glaube ich, auch anerkennen und damit einen Umgang finden, der nicht einfach nur versucht, irgendwie aus dieser Ohnmacht rauszukommen, sozusagen koste es, was es wolle, sondern ich glaube, eine wichtige Zutat wird schon auch sein, sich ein Stück weit auch
Natürlich nicht mit der Perspektive für immer, aber man muss sich manche Dinge schlicht und ergreifend auch, glaube ich, einfach verweigern. Und das auch aushalten. Also nicht nur es immer ändern wollen, sondern auch lernen, damit umzugehen, in der Hoffnung, dass vielleicht sich auch nochmal andere Zeiten und Chancen auch wieder auftun. Und das wäre meine Frage nochmal an euch oder an alle, weil du das eben auch am Anfang gesagt hast, dieses Moment, viele sagen ja, das ist ja wie in den 90ern, das können wir doch alles schon, das ist doch gar nicht schlimm und Krieg hatten wir auch schon und so. Und ich glaube, dass das auch eine Frage ist. Ist das eine Konjunktur? Was ich nicht glaube, ich glaube, dass diese Ohnmacht daher kommt, dass wir merken, dass die Geschichte im Moment gegen uns arbeitet. Es ist nicht ein ganz normaler politischer Kreislauf, sondern wir befinden uns irgendwie in einer richtig innen Geschichte. Die verändert sich gerade was und wir haben im Moment keinen Zugriff darauf. Ich gehe mal kurz hin. Ich glaube auch, wir erleben sowas wie einen Epochenbruch. Ich glaube, das kann man, glaube ich, klar sagen. Ich würde es nicht ganz so pessimistisch sehen. Ich finde auch, also vielleicht ist pessimistisch zu viel gesagt, aber ich finde auch, also ich finde schon, dass wir noch weiteren Zugriff darauf haben. Es gibt die Handlungsoptionen, auch wenn die gerade nicht so rosig sind. Und ich glaube, man muss die eruieren und es kann sein, dass die klein sind und es kann sein, dass die in Nischen funktionieren, aber ich glaube, es ist wichtig zu sagen, dass wir nicht nur ausgeliefert sind, diesen Ereignissen, die über uns hereinbrechen, dass wir eine Wahl haben. Und selbst Verweigerung wäre eine aktive Wahl in dieser Situation. Und man hat, also ich glaube, es ist wichtig, diesen Handlungsmoment, den man selber noch hat, hervorzuheben. Zur Frage der Ohnmacht würde ich nochmal darauf eingehen, weil ich das, also ohne zu sehr ins Detail zu gehen, ich würde sagen, ich glaube, was mich überrascht hat bei den Gesprächen, weil ich quasi von diesen ganzen Studien herkomme, quasi wo sie sagen, also Entdemokratisierung, Krisenerfahrung der Demokratie ist ein wesentlicher Treiber für das Erstarken der Rechten. Und wir haben ja quasi unsere Interviews bewusst mit dem gesamten, mit Menschen aus dem gesamten politischen Spektrum geführt. Und wir haben kaum je Leute getroffen, die in dieser Demokratie irgendwie das Gefühl haben, dass sie irgendeine Form von Handlungsmacht haben. Also das war eigentlich inexistent. Also und da gibt es verschiedene Ausformungen darin. Also es gibt Leute, die total frustriert und wütend sind und quasi so eine wütende Haltung zu dieser Form der Ohnmacht entwickeln, aber auch die führt keineswegs zwangsläufig nach rechts. Also es gibt viele Leute, die quasi halt irgendwie lokal irgendwie Initiativen machen, die weil sie aber sich komplett von Bundespolitik verabschiedet haben, aber finden, lokal mache ich meine Sachen, das ist wichtig. Andere Sachen werden hoffnungslos rechts, andere Leute wählen einfach stoisch weiter, wenn sie immer schon gewählt haben. Also es gibt keine quasi klare Antwort darauf, was ist diese Ohnmachtserfahrung passiert. Ein zweites Muster, das man aber findet, ist, dass quasi Leute, die Demokratie irgendwie noch gut finden und finden, es funktionierte alles ganz gut, eigentlich nur eine vordergründige Imprägnierung an den Tag legen, um zu sagen, die anderen sollen es lösen. Und dann daraus ziemlich autoritäre Haltungen entstehen, aus dieser Befürwortung der Demokratie, weil sie finden, ich will doch keine Politik machen. Die sollen das lösen, es ist deren Aufgabe, das für mich zu klären, ich will nichts damit zu tun haben. Und dann der dritte Punkt ist, es gibt Leute, die sind total aktiv in diesen Vierteln, sind aber mit Demokratie und sowas von am Ende, weil sie genau diese Erfahrungen machen, seit Jahrzehnten einfach an Wände zu rennen. Und also, aber das sind ganz unterschiedliche Muster, aber mit Demokratie, also das ist eine Riesenfrustration im Raum. Und ich sage, da möchte ich aber noch was Letztes sagen, wenn wir quasi über diese schlimmen Situationen sprechen. Ich meine, ne, also wir sind in Frankfurt und man tendiert dann ein bisschen dazu, das Gefühl zu haben, quasi die Rechte ist hier weit weg. Und trotzdem in Frankfurt, im Westen, hat die AfD auch plus minus 20% geholt. Das sind enorme Zuwachsraten. Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, darauf wurde ich heute hingewiesen, die Wahlbeteiligung war in Frankfurt im Westen historisch tief. Mit 51,2% von Menschen, die überhaupt noch zur Wahl gegangen sind. Wenn man sich vergegenwärtigt, dass da wahrscheinlich auch noch 25% Ausländerinnen und Ausländer sind, die nicht wählen dürfen und die Jugendlichen auch noch abzieht, dann kommt man eigentlich auf eine horrend niedrige Zahl von Menschen, die da wohnen, die für diese 19-20% verantwortlich sind. Und dann würde ich auch sagen, auch wenn das quasi politikbestimmend ist erstmal,
vielleicht nicht immer nur quasi wie der Hase vor der Schlange da sitzen und auf diese 20% steigern, sondern vielleicht auch die Frage stellen, wo sind denn alle die, was machen die, die sich komplett zurückgezogen haben, um vielleicht dort zu versuchen, mehr zu arbeiten, anstelle quasi immer sich quasi an denen abzuarbeiten, die diese 20% irgendwie bilden, weil es quasi rundherum noch viele, viele Optionen und Potenziale gibt, mit denen man auch arbeiten kann und sich nicht immer quasi in diesem Bild quasi so abarbeiten. Ja, vielleicht noch ein Satz dazu als ein bisschen unfertiger Gedanke. Ich glaube, ich schwanke auch zwischen dieser Frage von, wie geht man mit dieser Ohnmacht eigentlich um? Und ich glaube, was klar ist, irgendwie, was wir gelernt haben, ist, dass Skandalisierung nicht zieht. Also es ist am Ende. Wir können aufhören bei den Grenzen, wir können aufhören zu sagen, hey, da werden Leute ertrinken, werden ersäuft im Meer, weil wenn das schon Bundespräsidenten spreche ist, dann was dann noch, ne? Also es ist irgendwie, mit diesen Bildern kommen wir nicht mehr weiter von Gewalt, von Exzess. Und ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass, ich glaube, du hast das gerade angesprochen, dass diese Krisen oder diese immer weitere Steigerung der Rhetorik ist, hat ja auch was Rechtes irgendwie, ne? Es ist halt ein sehr etabliert in rechten Diskursen. Und ich glaube, die Frage ist halt, wie finden wir Wege, wie wir jenseits der Skandalisierung noch irgendwie weiterkommen können. Und ich glaube, ich bin da auch, vielleicht ist es auch okay, wie du auch meintest, Mario, dass man aber nicht ständig mit dem Kopf gegen die Wand rennt, sondern halt auch einfach irgendwie dann Kräfte sammelt mal zwischendrin und dann mal guckt, was ist denn jetzt eigentlich wirklich noch möglich an Politik, und es ist vielleicht auch in Ordnung, es ist ein bisschen ideenlos manchmal zu sein. Genau, und trotzdem glaube ich, eine Sache, die wir mitnehmen sollten, wenn wir versuchen, zum Beispiel Grenze und Autoritarismus zusammenzudenken, ist, glaube ich, halt wirklich diese Message, dass diese Externalisierung eben nicht funktioniert. Also ich glaube, dieses sich sicher wähnen in dem, okay, da an der Grenze sterben doch nur die anderen, das bin noch nicht ich. Ich glaube, das ist einfach ein katastrophaler Fehlschluss, weil ich glaube, diese Verrohung der Gesellschaft, die durch die Verrohung und die Grenzgewalt und diese Entrechtungsprozesse, die einsetzen, erstmal nur für die anderen, beginnt, die fließt auch nach innen. Und ich glaube, das müssen wir uns einfach klar machen. Und ich glaube, deshalb lohnt es sich halt einfach dagegen weiter anzukämpfen.